Willkommen zurück zu Undermine. Und ich würde sagen, es geht weiter. Direkt wieder in die Mine zurück. Und hoffentlich kommen wir diesmal weiter. Wäre schön. Die Goldmine. Okay. Hopp. Meins. Okay, da ist noch was. Was soll schon schief gehen, ja? Mein Gold. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts, weil da gibt es irgendwas Schönes. Was ist das denn? Anhänger des Axtwerfers. Füge mehr Wurfschaden zu. Wenn du wenige Gesundheit hast. Aber ist okay. Wirfschaden mag ich sehr. Es ging auch um eins. Keine geile Tür. Weiter geht's. Aufgeräumt. Das da unten sieht stark nach einer Falle aus. Okay, das kann da durchschießen. Ich wollte gucken, ob das am Fest hängen bleibt oder nicht. Ach, das drüben ist auch eins. Okay. Was ist das? Jetzt hab ich. Ach, das ist auch. Das ist die Falle von hier oben. Okay. Gut. Warte jetzt. Ach du Scheiße, ich seh's schon. Und ein Rattennest. Okay, aber da kommen übrigens noch sau viele raus. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob unendlich, aber auf jeden Fall sau viele. Okay, Essen brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Egal. Wie gesagt, wenn das hier liegen lässt, damit später wiederkommt, liegt das Item da immer noch da? Wenn man aus dem Raum hier rausgeht oder die Spawns dann einfach? Wahrscheinlich die Spawns, oder? Gute Frage. Ja, heute läuft auf jeden Fall besser als letztes Mal quasi. Das, aha. Oh, da ist ja noch einer. Boah, dumme Ratte, ey. Joa. Aua! Ach, fuck. Hätte ich auch gepasst. Da geht's einfach weiter. Okay. Gut, so ist die erste Etage. Alles easy. Okay. Automatisches Speichern, sehr schön. Und let's go. Ne. Mein großer Goldklumpen, ihr könnt mich mal. Schon zwei davon. Drei davon, wow. Geht denn hier ab? Du hast nichts. Assi, ey. Ne. Ein Schlüssel, dankeschön, spielen. Kein Geheimgang, nichts, okay. Rattennest. Das wäre gefährlich, wenn man darauf nicht achtet. Ach fuck, rechts auch noch eins. Ja, okay, dann müssen wir da gleich durch. Durch den töten, ja. Wahrscheinlich gar nicht. Alter, da drüben richtig viel raus. Scheiße! Ah, ist jetzt kaputt. Okay, das ist das Maximale, was rauskommen kann. Geil. Danke, Spiel. Ah. Eine ist okay, zwei sind auch noch okay. Aber jetzt haben es viele werden, dann macht doch mal Schaden. Kommen durch. Ja, aber Ratten sind zum Glück easy. Was schon wetten, dass es später noch andere Nester gibt, wo anderes Zeug rauskommt, was wesentlich schwerer ist. Okay, haben wir auch. Noch ein Schlüssel. Ey, richtig zugespammt mit Items, wie geil. Ich
jetzt hier runterfallen irgendwie? Ist ja ärgerlich. Da ist nichts mehr. Oh lol, da ist ja auch ein Loch. Ja, ich sag erstmal bitte nicht runterfallen, ich fall runter. Ist ja wieder typisch, ne? Da hab ich gerade gar nicht drauf gehabt. Ich hab nur links und in der Mitte das Loch gesehen gehabt und nicht rechts das. Ja, hey! Ich hatte einfach zu viel Leben. Jetzt! Okay, das Spiel direkt an uns. Auf Luft laufen! Das ist das, was ich letztes Mal meinte. Jetzt können wir. Bitte, ich liege nicht falsch. Ja, einfach rüberlaufen. Easy! Wow! Ja, jetzt passiert mir das nicht mehr. Wir müssen der Runde nicht mehr, wenn ich sterbe. Danke. Jetzt habe ich das. Egal. Keine Gegner? Okay, dann machen wir hier auf. Ein Truhe wird doch böse sein, sollte man dran denken. Ey. Es ist böse, okay. Da ist ja quasi noch Full Life. Haben auch viel Leben. Ich sehe nirgendwo einen Geheimgang, also gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Mit diesen Stein wieder oben war mit so einem Schlüsselsymbol dran. Ich frage mich, ob ich aber auch einen Schlüssel rein tun kann, damit es aufgeht statt einer Bombe. Bin mir eh zu teuer dafür, aber oh. Ein Fehler. Nein, 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 nein. Alter. Wenn wir rüberlaufen, hier nicht. Ah, spontan erzünden wir gerade leider nicht dran. Will ich daran eine. Ach, ich hab noch zwei Bomben. Okay, dann verschwende ich daran eine Bombe. Essen, öffnen. Noch mehr Essen. Alter, läuft richtig hier. Okay. Wahrscheinlich gleich der erste Boss. Ich könnte das nicht. Ich kann das. Aha. Tja, ne? Doof gelaufen. Tschüss. Oh ne, lebt noch, lol. Okay, Essen. So, links war der Eingang, oder? Ja, wahrscheinlich. Also hier ist der Händler und drüber ist der Eingang. Hallo, Händler. Also, eine Bombe könnte man sich für 50 kaufen. Gesundheit brauchen wir nicht. Was ist das hier? Steigert den Schwingschaden. Na gut, bei Boss würde es schon Sinn ergeben. Aber es. Weiß nicht, das geht mir doch uns aufheben, ne? Ich würde eine Bombe kaufen, den Schwingschein darüber auch wieder scheißen, gerade ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das macht. Wie Gold da raus, weil. Auch tschüss. Müssen wir mal bei diesem. Hier, Programm mitmachen, bei dem hier, ne? Mit dem Treueprogramm. Ja. Oh. Ich hab leider nicht genug glänzende Dinge. Ach, dann weiß ich, das ist doch kein Gold. Denkt er sich. So. Okay. Dann, immer noch kein Boss. Dann nächste Etage, okay. Meinetwegen. Oh. Und bloß ab, ey. Okay. Next. Nummer 3. Oh, guck mal, jetzt müssen wir Etage für 5 erreichen. Das wäre doch mal schön. Was ist das? Oh mein Gott, machen Dinge. Machen Dinge. Wenn die rausgucken, kurz mal wegspringen. Kurz danach. Jetzt. Ja. Oh, die sind echt böse. Hab ich getötet? Okay, der andere ist wo da oben? Fuck, hab ich erwischt. Die kaputt. Jawohl. Okay, die sind eklig, die Viecher. Wir haben nur einen Schlüssel. Ich hänge fest. Rechts ist wieder die Dings, ne? Aber links ist eine Fähigkeit. Also ich würde trotzdem nach rechts gehen, glaube ich, erstmal. Und vielleicht hat jemand andere Ziele vor uns. Das würde mich echt mal interessieren. Oder mal irgendeine coole Blaupause oder so. Oder? Ja, komm. Hoffentlich bereuen wir es nicht. Oh. Hier hat auch einen Shop. Okay. Willkommen bei Black Rabbits Bazaar, wo die Waren komisch und die Preise seltsam sind. Ja, okay.
Komm, verrückt etwas von den Dingen auf dem Tisch. Oder dürfte ich dir einen Vorschlag machen? Würdest du mir eines dieser super tollen Relikte verkaufen, die du bei dir hast? Wollen wir es mal machen? Ich meine, wir testen ja noch. Schau einfach auf Ja. Auf Luftlaufen will ich behalten. Schade, Wurfschaden. Oh lol. Der bringt vier. Alle, viel Geld das bringt. 400 und 450. Ich brauch Geld. Das ist ja geil. Ja, scheiß auf mehr Wurfschaden, oder? Nur weil ich wenig gesuttert habe. Ja. Es ist stets eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Mein Bauernfreund. Pass auf dich auf. Mir sind meine Geschäftspartner am liebsten heil und unverletzt. Hier gibt's dann. Das ist besser fürs Geschäft. Okay, man sieht sich, Kumpel. Ja. Schleudert Trauma-Serum. Steigert den Wurfschaden kurzzeitig auch nur, okay. Das ist voll teuer. Oh lol, eine Bombe gegen den Schlüssel? Ja, machen wir. Dann können wir die andere Tür öffnen. Mit dem Schlüssel kaufen wir uns jetzt das da noch. Nein. Geht dumm. Was ist das? Können wir das? Schade. Ja, also auf jeden Fall gelohnt, hier ranzugehen. Der pumpt Geld. Cool. So. Öffnen wir auch noch. Was ist das? Ursa Major oder sowas? Steigert die maximale Gesundheit nach dem Essen. Für immer? Also, solange wir jetzt hier unten sind, oder? Ja, gucken wir mal. Oder halt es nur mehr. Wir werden es merken. Gut. Dann. Weiter geht's. Wah! Hopp! Drecksratte! Oh. Die Ratte ist echt nervig, ey. Aua! Drecksding! Ich glaube, das Alter wird wahrscheinlich auch nur die maximale Gesundheit erhöhen, wenn wir voller sind, oder? Und uns dann heilen. Ja, wir werden es merken. So, Gold, 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 alles mir. Ich bin gerade beste One. Ey, auf! Du Arsch! Meins. Und rechts ist ein Ausrufezeichen. Gehen wir mal rein, oder? Wer bist du? Wer ist das? Hallo? Hallo? Beltrame? Beltrame? Keine Ahnung. Oh, hallo, Menschendiener. Vielleicht kannst du mir helfen. Baba hat mich in die Mine geschickt, um drei besondere Pilze zu suchen. Sie sind ganz anders als die lächerlichen normalen Pilze. Sie sind einzigartig und haben besondere Eigenschaften. Ich darf nicht zurückkehren, bevor ich sie gefunden habe. Baba hat kein Mitleid mit meinem Gesundheitszustand. Wenn dir diese Pilze begegnen, könntest du sie mir bringen, damit ich endlich aus dieser dunklen, feuchten Höhle raus kann? Natürlich! Kann ich den? Ja gut, dann suchen wir mal diese Superpilze. Gut. Neue Quest quasi. Wow. Das ist eklig, wenn das hier so eng ist. Aber es geht. Alles machbar. Alles machbar. Wir haben leider keinen Schlüssel mehr für den Shop. Vor allem haben wir so viel Geld gerade. Was ist da unten denn los? Das sieht irgendwie... Warte, noch eine Falle aus? Ich weiß auch nicht. Und ich glaube, dass das so gesund ist. Wir sind so voll geschissen mit dem Gold gerade. Aber es ist hier mega faul. Nicht zu gierig werden, ne? Habe ich das doofe Gefühl, dass... Alter, was sieht schon? Alter! Mega stark.
Nein! Ich bereue es jetzt schon. Es war so klar. Nein, ich will sterben. Lass das. Hör auf. Nein. Nein, 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 nein. Chill. Junge, du scheiß Truhe. Nein. Hör auf. Hör doch einfach auf. Scheiße. Nein, hör auf. Nein. Ich will sterben. Nein. Ich will echt nicht sterben. Hör auf. Nein. Alter. Es geht kaputt. Bitte. Er kann leben. Er ist auch nicht. Oh, shit. Ich will die Truhe nicht öffnen. Danke. Alter. Was war das denn? Dreckstruhe. Alter, sind die stark. Ich öffne die nie wieder normale Truhen. Scheiße. Ja, ich lebe noch. Ich sag mal so, ich brauch mal den Shop da links, rechts. Ich hab aber keinen Schlüssel für den Scheiß hier, ne? Jetzt vor der Steck. So. Wenn da jetzt irgendwas Böses oben ist, das Problem. Wir können fliegen, ne? Die nicht. Ha! Sechs Dinger. Oh. Nein, 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 mach keinen Scheiß. Nur 19 Leben. Das ist angenehm, wenn man fliegen kann. Ah, dann bekomme ich automatisch mein Leben dazu. Das ist ja geil. Ich brauche keine Bombe. Ich brauche einen scheiß Schlüssel. Ich will da rein. Ich muss zum Shop. Ich habe kein Leben mehr. Leute, ich brauche sowas nicht. Die hat auch keinen Schlüssel mehr für mich. Ich habe schon alle verballert. Gut, 41 Leben und in die nächste Etage. Geil. Das soll schon schief gehen. Jetzt kommen wir doch in die nächste. Ich dachte eben schon, dass ich wäre tot in dieser Scheißkiste. Ich habe gesehen, dass unten der. Das Ding einen Cooldown hat. Ja, das mit dem mehr Leben dazu bekommen, oder? Ja, was ist denn das unten links? Wo eine 20 dran steht. Wo ist denn hier unser. Nein, auch nicht. Das hier. Warte, hier. Was hat denn da so einen Cooldown? Und zwei Relikte. Hier, Mimik. Alter. Es gibt 81 Viecher, okay. Ich will aktuell noch nicht spoilern. Die gibt's auch noch. Ach du Scheiße. Ja, okay. Warte mal jetzt kurz. Jetzt Whisky. So. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Super. Ich hab ein Riesenproblem. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht überleben. Mal gucken. Vielleicht auch schon. Ich will das Viech halt nicht. Ich will gerne den großen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich hab das ja nur einmal gehabt und da ist er in den Tod gelaufen, das Viech. Ich will nicht triggern, hör auf. Ahaha. So. Oh. Mir gerade egal. Was ist das denn? Ja, wir müssen erstmal kurz töten, bevor ich den mache. Ja, das ist so schwer zum Glück. Und mit anderen Gegnern ist das bestimmt richtig mies, das Viech. Da macht bestimmt auch Schaden, wenn das mich trifft. Okay, ich will da gleich mal runtergehen. Kann auch ein Fehler sein, ist mir klar. Okay. Was zum Teufel ist denn hier los? Ich hab nur einen Schlüssel. Nein, das ist auch ein Relikt. Ich muss da rein. Ja, geil. Ich brauche einen Schlüssel. Dringend. Ich würde es gerne machen, bevor ich unten sterbe, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier überlebe. Und dort ist ein Shop. Sehr gut. Wir haben 2000 Leute. Geil. Schlüssel kaufen? Wenn ihr eh sterben, viel Geld verliert. Ich glaube, ich schalte gerade mal aufs Geld und kauf mal diese Mitgliedschaft bei dem, oder?
könntest du das hier noch kaufen? Ach, 12.000 für ein Treueprogramm. Komm, wir testen das mal, oder? Oder nicht? Wunderbar, ich schicke meine Assistenten los, um sich in deinem Vorraum niederzulassen. Danke, dass du ein treuer Kunde unseres Laden bist. Wir freuen uns schon auf zukünftige Transaktionen. Das heißt jetzt? Der ist öfters da, oder? Ich muss das verstehen. Ja, wir werden es merken. Wir haben Schlüssel, wir gehen nach oben. Und holen den Typ da raus. Das ist der Plan. Ich mag nicht, wie kurz mich und die anderen Leute ansieht. Kurz, okay. Ich bin mir sicher, dass er wandrig geworden ist. Oh, das war der rechts, ne? Hatte die anderen getötet, um zu überleben? Wahrscheinlich. Ja, kurz ist ihre, aber wir haben getan, was getan werden muss. Ruhe und Frieden, Bix. Unsere Seelen sind verloren. Wir sind wie die Tiere geworden. Bald werden wir ernten, was ich gesehen habe. Durch gleich raus. Selten in der Blaupause entdeckt. Hungriger Geist. Guck mal, das ist. Hey, du. Hallöchen, kurz. Er hat die anderen alle getötet. Klar, um zu überleben. Ist aber okay. Hast du mit meiner Mannschaft gesprochen? Die sind echt ganz schön abgebrüht. Danke, dass du mich freigelassen hast. Lange hätte ich das nicht mehr ausgehalten. Ich gehe erst zur Oberfläche zurück. Der Zauberer ist mir schuldig für die ganze Arbeit, die ich geleistet habe. Okay. Okay. Neue Blaupause. Der Typ befreit. Gefällt mir, gefällt mir. Was ist das? Ich kann die zweite springen, lol. Zu wissen. Wir haben schon wieder Schlüsselmangel, ey. War's okay. Ach, schnell, drüber laufen, stimmt, voll vergessen. Eine neue Fähigkeit für uns. Na, dann öffnen wir die nochmal. Das kennen wir auch schon. Geil. Mach schon lassen, genau, Fleisch fallen. Das ist sehr, sehr gut. Ach, stimmt, ich habe mich gerade eben gewundert, warum die Gegner kein Fleisch mehr fallen lassen. Die hatten es ja gar nicht mehr an. Scheiße, es war nur in einer Runde. Und jetzt wieder. Oben oder unten, Leute? Unten Sackgasse. Wir sollten unten zuerst gehen. ...15 Leben verlieren? Mache ich nicht. Egal was es ist, ist mir zu riskant. Wir haben so wenig Leben gerade. Das ist es mir nicht wert. Dann gehen wir lieber weiter. So. Okay. Hier bin ich einigermaßen safe, glaube ich. Okay, böse, böse, böse. Hey du, hi. Komm her. Ah, komm. Er hat gerade links die Tür geöffnet. Das geht. WTF? Schlüssel. Als ob das geht. Warte kurz. Ins Links einfach. Okay. Ich will nicht. Das ist wahrscheinlich die komischen Pilze, die wir sammeln sollen. Nicht so viel Leben, nicht so viel Leben, nicht so viel Leben. Nein, was? Als ob diese Scheißratte so viel Schaden macht. Nein. Och, come on. Och, nö. Alter. Na gut, beim Pilz gestorben. Trotzdem eine gute Runde, fand ich. Ja. Aber trotzdem kein Thorium gefunden. Was echt scheiße ist, wir brauchen das dringend. Tja, Leute. Das war ja so semi-geil. Hier ist alles los. Holy shit. Okay, wir können hier oben und Sachen nach wie vor kaufen. Und wir haben jetzt hier einen neuen Shop.
Besonderer Gegenstandsgutschein. Erwartet die besonderen Vorräte des Ladens. Also wahrscheinlich die von dem Laden mal unten. Okay. Das ist dann wahrscheinlich ein Tisch mehr oder so. Erwartet die Essensvorräte des Ladens. Okay. Nur die Sachen unten erweitern. Jetzt haben die mehr im Angebot. Finde ich gut. Was mit ihm hier? Hey. Meine Mannschaft und ich wurden hier eingesperrt, weil wir unerlaubterweise in das Verlies eingedrungen sind. Ein Wunder, dass die Wachen uns nicht gleich vor Ort getötet haben. Der Zauber hat uns auf der Suche nach etwas hergeschickt, aber wir haben es nicht gefunden. Dann rede ich mit dem Zauberer kurz. Hey. Ja, okay, kennen wir schon. Ich will kurz mal nach dem Schema schauen, bevor wir die Folge beenden. Wird ja ein Ticken länger. Würde ich mal so 20 Minuten Folge machen, aber gut. Hier ist auch zu splitten, gibt gar keinen Sinn. Hallo. Ich würde gerne herstellen. Was haben wir jetzt alles hier noch? Wir haben. Naja, das wollte ich gucken. Hungriger Geist, sauge deinen Feinden das Leben aus. Oh, wie geil ist das denn? Das ist cool, aber kostet 25. Das kostet 38, also so teuer braun dringend dieses Thorium, wie das Zeug heißt. So. Ah, wir haben 500, wir können uns das kaufen. Das wäre steigert Wurfschaden. Verliere noch weniger gewollt. Herkampfschaden. Nee, Wurfweite. Wurfweite finde ich auch geil. Ich nehme mal Wurfweite. Das ist gut. Danke für den Einkauf. Kein Problem. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Nächste Folge machen wir weiter und kommen dann mal hoffentlich weiter und finden diese Pilze und überleben das. Das wäre auch cool. Ich hab Bock zu erfahren, was dann da passiert. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Undermine.